Auch im Berliner Bezirk Neukölln scheint die Sehnsucht nach einer deutschen Leitkultur eher gering auszufallen. Für diese jungen Moslems steht das Wort ihres Propheten über allem. Für mich ist das deutsche Gesetz nicht so richtig wichtig. Weil natürlich ist es wichtig, man muss auch nach denen gehen, aber der Islam ist mir viel, viel wichtiger. Er kommt als erster Stelle bei mir. Und bei den meisten auch hier, oder nicht? Ja, natürlich. Also, der Islam ist schon in uns drin, das kann einfach nicht so leicht raus. Und keiner kann uns überreden, einen anderen Glauben oder nach einem anderen Gesetz zu gehen. Weil wir sind von Geburt an Moslems und wir haben es auch so gelernt. Warum soll ich das deutsche Gesetz hier, brauche ich gar nicht. Weil das hier gilt? Weil das hier in Deutschland gilt, aber keiner sieht mich ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit ihnen streite, aber irgendwas Konflikt, irgendwas passiert mit mir und mit ihnen oder irgendwas ist passiert, keiner sieht es ja, ich rede ja mit ihnen. Und vielleicht versteht er mehr unter dem islamischen Gesetz, weil er vielleicht auch Muslim ist. Er ist jetzt Muslim und er würde auch besser verstehen, als wenn ich das deutsche Gesetz. Das hat auch damit mit Verrat zu tun. Dann habe ich einen muslimischen Bruder verraten und das wollen wir nicht. Also wir wollen keinen muslimischen Bruder verraten, ist egal, ob das jetzt ein deutscher Muslim ist. Wenn ich einen Konflikt mit ihnen habe, dann kläre ich das lieber mit ihnen. Unter unserer Religion so, untereinander, als dass ich jetzt die Polizei einschalte oder das deutsche Gesetz. In deutschen Gerichten wird die islamische Rechtsprechung längst angewendet. Wie im Falle des Iraners Rasul Afsharizadeh. Vor 18 Jahren heiratete er im Iran nach den Gesetzen der Scharia. Das Paar zog nach Frankfurt und gründete eine Familie. Als er sich nach dem deutschen Recht scheiden lassen wollte, holte seine Ehefrau einen alten Vertrag aus dem Iran hervor. Das ist der Heiratsvertrag, Heiratsurkunde, steht mit persönlichen Daten und auch die Morgengabe. Bei diesem Vertrag, weil kann bei jedem Vertrag anders sein. Bei unserem Vertrag steht 510 Goldmünzen und das wäre mit heutiger Wert etwa 60.000, 70.000 Euro. Im Iran überschrieb der Teppichrestaurateur seiner Frau ein Haus im Wert des Brautgeldes. Das wird hier nicht anerkannt. Nach deutschem Recht muss er ein zweites Mal die Abfindung sowie Unterhalt zahlen. Wenn der Richter alles so gemacht hat, wie im iranischen Gesetz, werde ich nicht dagegen haben. Wenn er alles macht, wie in den deutschen Gesetzen, werde ich auch nicht dagegen haben. Ich kann nicht in beide Gesetze nur die Nachteile akzeptieren und von den Vorteilen verzichten. Für die jungen Muslime in Neukölln haben Geschlechter ihre eigenen Gesetze. Ansichten zur Rolle der Frau. Sie sind dafür da, dass die auf die Kinder aufpassen, also meistens. Und bei mir auf jeden Fall, meine Frau muss später auch kochen können. Aber lernt sie von alleine. Und du musst auch 5-mal am Tag beten und sie wird auch nicht lange draußen bleiben, sowas gibt's nicht bei uns. Wir wollen auch Frauen heiraten, die schon Verstand haben und nicht, wenn sie bei mir zu Hause ist, dass sie wieder Erziehung beibringen und so. Und wie ist es so mit Ausgehen, sich mit Freunden treffen, Disco gehen? Nein, das geht gar nicht. Warum? Wieso? Was soll sie denn da in der Disco, wenn sie einen Mann hat zu Hause? Naja, wir verstehen unter Disco Alkohol, Männer und so weiter. Geschlechtsverkehr. Ja. Hier auf der Toilette, in der Disco, nie im Leben, sowas funktioniert gar nicht, sowas gibt's nicht. Auch wenn sich deutsche Richter gegen die Scharia entscheiden, kann das islamische Rechtsverständnis Leben zerstören. Mina K. heiratet vor 6 Jahren in Teheran einen persischen Verkäufer. Als Brautgeld einigt sich das Paar auf 200.000 Euro. Jetzt möchte sie die Scheidung. Doch darüber entscheidet im Iran allein der Mann. Er weigert sich halt, den 3-mal Verstoß auszusprechen, weil er der Mann ist. Er hat die Macht. Er kann, also praktisch ein Mann im Iran, sogar hier in Deutschland, kann eine iranische Frau quälen, solange er diesen 3 Wort, also 3-mal hintereinander, verstoße dich, nicht ausspricht, bin ich bis Ende meines Lebens verheiratet mit ihm und ich werde es bleiben. Mittlerweile ist Mina K. nach deutschem Recht geschieden. Der Iran erkennt das Gerichtsurteil nicht an. Nur eine islamische Trennung bringt ihr die Freiheit zurück. Ich kann nicht heiraten, weil ich im Iran nicht geschieden bin. Und wenn ich in Deutschland bin ich geschieden. Und wenn ich in Deutschland heiraten würde und irgendwann mal nach Iran gehe, dann das ist dann halt Ehebruch
Und im Ehebruch ist ja entweder Todesurteil im Iran oder gesteinigt wird man da. Und das geht nicht. Das Angebot, nur ein Drittel der Morgengabe zu zahlen, schlug ihr Ehemann aus. Da ist auch das deutsche Gesetz machtlos. Das Freitagsgebet ist eine im Koran verankerte religiöse Verpflichtung für muslimische Männer und Buben ab der Pubertät. So pilgert auch Sekira Sedini von der Islamischen Glaubensgemeinschaft jeden Freitag nach Favoriten, um seine Pflicht zu erfüllen. Wir befinden uns hier im 10. Bezirk beim Verein ATIP, welches mehr als 60 Moscheen in Österreich hat. Und eines der größten Moscheen befindet sich hier im 10. Bezirk. Und jetzt ist die Zeit des Freitagsgebetes. Hunderte Männer drängen sich vor dem Gebet zur Waschung, weil man Gott nur im Zustand ritueller Reinheit dienen darf. Neben dieser gibt es viele andere Hygienevorschriften. Für die Benutzung der Toilette, für die Reinigung nach dem Geschlechtsverkehr oder über die Entfernung von Körperhaaren, insbesondere der Schamhaare. Erst wer reingewaschen und passend gekleidet ist, darf den Gebetsraum betreten. Die Besonderheit des Freitagsgebets besteht in einer Predigt durch den Imam. Und was ist eigentlich mit den Frauen? Freitagsgebet ist für die Frauen nicht verpflichtend. Die können kommen, wenn sie kommen wollen. Verpflichtet ist es eigentlich nur für die Männer. Dann normalerweise, wenn man weiß, dass Frauen kommen, das weiß man von den Moscheen, weil das wird ja jede Woche findet ja Freitagsgebet statt, dann gibt es separate Räume, wo die Frauen dann hinkommen können. Und unabhängig davon, wie viele kommen, haben sie ihren Raum. Und sie kommen und füllen nur mit Frauen diesen Raum. Und da dürfen die Männer dann diese Plätze, egal wie viele Männer kommen, nicht einnehmen. Kurz mal, fragen wir mal den Jascha. Gibt es jetzt, könnten Frauen Freitagsgebet? Aber die, Sie haben, passiert wahrscheinlich. Doch, also Sie haben Ihren Raum. Ja, Sie haben einen eigenen Raum. Ja. Aber Sie dürfen, wenn Sie jetzt freiwillig kommen, auf jeden Fall nicht im gleichen Raum sitzen. Ja, das ist, ja, das ist eine strikte Trennung. Ja. Muslime sind überall in der Welt beheimatet. 6,2% der knapp 8,5 Millionen Einwohner in Österreich sind Muslime. Für die meisten von ihnen ist das Gebet am Freitag das Wichtigste in der ganzen Woche. Auch Frauen ist es erlaubt zu kommen. Fast wirkt es wie eine kleine moderne Revolution, wenn man ins Frauenzimmer schaut. Etliche Mädchen und Frauen dürfen hier via Flatscreen an der Predigt teilhaben. Ich glaube, bei der Problematik Frau und Mann, Gleichberechtigung, Gleichstellung, muss man auch sagen, sowohl meine persönliche Position, aber auch die islamische Position ist, dass die Wertigkeit Mann und Frau auch in der Religion gegeben ist, weil es handelt sich um die Menschen. Und wir sind grundsätzlich alle Menschen, daher ist die Wertigkeit da, das ist gleich, ob Mann oder Frau. Und das kann man auch theologisch untermauern. Und da gibt es auch nichts, was man hineininterpretieren könnte. Kopftuchträgerinnen aber sollten immer auf ihr äußeres Erscheinungsbild achten und es nicht übertreiben. Diese auffällige Schminke beim Kopftuchträgerinnen ist natürlich nicht im Sinne dessen, warum man ein Kopftuch trägt. Aber natürlich ist die persönliche Wahrnehmung der Religiosität jeder Person selbst überlassen. Und das ist auch ein Prozess. Und verschiedene Personen oder Frauen sind auf verschiedenen Ebenen und nehmen die Religion anders wahr. Vielleicht ist es ein Ausgangspunkt, wenn man anfängt, ein Kopftuch zu tragen. Und in einem Prozess kommt man dann zu einer anderen Ebene, wo man dann eben sich bewusst wird, dass eine kopftuchtragende Frau vielleicht nicht sehr auffällig sein sollte, weil das eigentlich der Sinn auch des Kopftuchtragens ist. Zweifelsohne, der Islam in Österreich genießt einen einzigartigen Status in Westeuropa, weil er eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist und bereits 1912, also vor genau 100 Jahren, als Religionsgesellschaft anerkannt wurde. Das Verprügeln, Beschimpfen, Beleidigen, Erniedrigen. Sein Grund? Das Wetter war vielleicht schlecht, hat ihm nicht gepasst. Jelis Efrenzel erträgt 9 Jahre die unkontrollierten Gewaltausbrüche ihres Ex-Mannes Mustafa. Sie lässt sich scheiden. Doch ihr Ex-Mann kann sich mit der Trennung von seiner Frau offenbar nicht abfinden. Seine Rache? Er entführt die gemeinsame Tochter Emel in die Türkei und klagt auf das alleinige Sorgerecht. Man hat mir viele Jahre weggenommen. Mich hat niemand beschützt. Niemand hat gesagt, sie ist noch so klein. Hat niemand gesagt. Aber ich, da war ein Punkt. Da musste ich Nein sagen, nicht sie.
Jelis zeigt ihren Ex-Mann wegen Kindesentführung an. 15 Monate dauert es, bis sie ihre Tochter wiederbekommt. Ich schütze immer davor, dass sie das nicht erlebt, was ich erleben musste. Also Emel wächst frei und unabhängig. Und das sieht sie jetzt auch bei mir, dass ich unabhängig und frei bin. Wäre ich in dieser Ehe gewesen noch, wo ich unterdrückt wurde, wo ich verprügelt wurde, wo ich schlecht behandelt wurde, was hätte ich ihr denn geben können als die Unsicherheit? Mustafa F. bekommt nur ein Jahr auf Bewährung und darf sich seiner Ex-Frau nicht mehr nähern. Die Zeit ohne ihre Tochter wird Jelis wohl trotzdem nie vergessen. Sie ist bei mir. Früher, als sie nicht bei mir war, als ich das Ganze nicht hatte, es war so schrecklich, ich war so leer. Ich bin manchmal in der Stadt spazieren gegangen, bin an Geschäften vorbeigelaufen und habe Kindersachen gesehen und Anziehsachen oder Spielsachen. Ich bin einfach dran vorbeigelaufen, weil es mir so weh getan hat. Ich habe es mir so gewünscht, dass sie bei mir ist. Die junge Mutter zieht mit ihrer Tochter in eine andere Stadt und beginnt ein völlig neues Leben. Dazu gehört für Jelis auch, sich so zu kleiden, wie sie es möchte. Eine späte Revolution. Früher gab es immer Grenzen, also ich musste immer nach einer Linie bekleidet sein. Und jetzt darf ich mir das selber aussuchen, bin frei, trage das, was ich möchte, und das, was ich nicht möchte, das trage ich nicht. Es ist wunderschön. Wenn ich jetzt so, wie ich jetzt bin, damals gewesen wäre, dann hätte ich, glaube ich, ein Problem.